Moin Moin und herzlich willkommen hier in Gössenheim in der Delta Mike Charlie Victor. Freunde, das wird mein erster Short Take-Off Versuch. Und zwar gibt es da so eine Methode, die erfahrenen Flieger unter euch werden das kennen, die werden das auch schon gemacht haben. Da gibt es eine Kurzstart-Methode und die sieht so aus, dass du am Start stehst, du schiebst das Gas voll rein, bist in der Handbremse drin und dann löst du die Handbremse, lässt den Karren anrollen und wenn du dann meinst, jawohl, jetzt könnte es gehen, dann haust du quasi die Klappe rein und steigst dann direkt weg. Du musst allerdings dann nachdrücken, also du wirst dann nicht hier das große Steigen anleiern, du musst nachdrücken und erstmal gerade über der Bahn bleiben und dann kannst du langsam wegsteigen. Das macht man quasi in so, ja, an so Buschflugplätzen oder Flugplätzen, wo der Untergrund unklar ist und so weiter. Und das will ich heute hier versuchen in Gössenheim. Der Patrick, der Owner von dem Platz, hat den Platz noch gemäht vorhin, extra für mich, danke Patrick. ja, und jetzt halt versuchen wir das bergauf hier. Ja, und die Landung, die kurze Landung, die man dann noch macht, ist quasi mit vollen Klappen kurz vorm Strömungsabriss an die Schwelle ranfliegen und den Flieger dann hinsetzen, Bremsen rein und dann steht man relativ schnell. Das werde ich allerdings nicht machen, weil das ist wirklich ein Thema, da kannst du auch mal aus 2-3 Metern runterfallen und das muss ich heute nicht riskieren. Heute geht es primär nur um den Start. Das mit der Landung werde ich bestimmt auch mal irgendwann machen, aber heute, wie gesagt, nur Take-Off. Okay, ich stehe hier am Rollhalt der 2.8. Temperaturen habe ich gleich. Ich habe vorne jemanden am Funk, dass ich quasi den Kram hier nicht allein mache, dass man sich absichert. Und die Bürste habe ich auch dabei, sehe ich gerade. Genau, dann kann ja nichts passieren. Okay, es geht los, Leute. Es passt alles soweit? Gas steht und los geht's. Und rein das Ding. Okay, sehr gut. Es war gar nicht schlecht. Es war gar nicht schlecht. Und sie steigt wunderbar. Okay, wir bleiben hier im Platzbereich. Wir gehen direkt wieder auf die 2.8 zur Landung. Wir lassen die Klappe quasi drin. Okay, sehr gut. Was ich gemerkt habe, Leute, als ich sie reingezogen habe, dass man tatsächlich wieder sofort nach vorne drücken muss und dass man in Fahrt bleibt. Rechter Gegenanflug 2.8 zur Landung, Charlie Victor. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Also, geil. Das macht Spaß. Ich weiß allerdings jetzt vom Gefühl her überhaupt nicht, ob ich schneller in der Luft war oder nicht. Ich muss es echt nochmal so probieren. Rechter Queranflug, Piste 2.8, Delta Charlie Victor. Ja, das ist ein kurzes Video, ne? Das ist jetzt nicht so lang. Wir haben die zweite Klappe draußen. Wir fliegen am oberen Speedlimit der zweiten Klappe mit 105 km/h Grad und im Endanflug Piste 2.8, Charlie Victor. Ja, das sieht doch gut aus. Der Wind kommt schön von vorne. Ja, das war doch jetzt gar nicht schlecht. Das kann man öfters mal üben. Okay, zweite Klappe. Wir haben 80 km/h stehen. Wir sind ein bisschen langsamer als sonst. Bin alleine, das ist okay. Oh, das war schon fast eine Short Landing, ne? Boah, das war wirklich fast schon ungewollt. Ja, herzlich willkommen zurück in Gössenheim. Schreibt mal unter das Video, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt. Schreibt Tipps drunter. Lasst mich wissen, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet, wo man das anwendet. Haut mal richtig raus. Es wird bestimmt interessanter Content. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao. Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück an Bord der Delta Mike Charlie Victor. Neben mir ist die Maxi. Hi! Das ist ein Heiko, seine Kleine. So, dann hoffe ich mal, dass alles drauf ist, was er braucht. An der Stelle Servus Heiko, hallo Sandra. Ich gebe mir Mühe. ja, wir fliegen jetzt mit der Charlie Victor hier mal ein bisschen durch die Gegend. Die Maxi will mal im Flugzeug fliegen, das machen wir noch glatt. Ja, und das Wetter ist schön, ne? Bist du soweit? Ja. Hast du Angst? Nix? Okay, sehr gut.
Da kann ja nichts schief gehen. Charlie Victor, startet Piste 1-0 mit der Maxi. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir uns raus. Alles cool? Ja. Benzinpumpe an, Licht mach mal an. Knappe ist gesetzt. Aber das weißt du ja schon alles, ne? Ja. Okay, Feuer frei. Mal ein bisschen eine Kurve fliegen. Alles okay? Ja. Sehr gut. Ah, sieht gut aus. Ja, wenn der Papa nicht so dick wäre, dann könnte er auch noch mitfliegen, ne? Ja. Kurve fliegen geht aber, oder? Ja. Hast du keine Angst? Wisst ihr, da hat der Papa mehr Angst, wenn ich den mitnehme. Echt? Ja, ja, der hat immer schwer Angst. Der ist immer am Heulen. Da muss ich immer sagen, alles gut, es kann nichts passieren. Der ist ja schon ein paar Mal mitgeflogen, ne? Ja. Delta Charlie Victor im rechten Gegenanflug Piste 28. Jawohl, das sieht gut aus. Kein Wind. Da ist der Flugplatz, siehst du, ne? Ja. Man sieht den Papa aber nicht, weil er grünen Anzug anhat, ne? Weil er wieder getarnt ist. Ich sehe ihn. Ja. Weil er nicht vor dem Baum steht, ne? Ja. Wenn er im Baum stehen wird, wäre er weg. Ja. So, das haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Ja. Gehen wir da so rein. Na, ein bisschen schön schnell, das passt. Wir wollen ja nicht so weit laufen, ne? Wir wollen ja weiter vorne landen. So. Das war doch gut, oder? Ja. Ja, sind wir zurück in Gössenheim. Und der Papa hat alles gefilmt. Du musst die Kamera mal auf uns halten. Nicht so die Füße runter. Ah, das war doch schön. Kleiner Abendflug. Jetzt müsste die Mama noch da sein, dann würde ich die auch noch mitnehmen. Hat die Höhenangst? Oder würde die auch mitfliegen? Weißt du gar nicht, hä? Müssen wir sie mal fragen beim nächsten Mal. Okay, dann würde ich sagen, sag mal tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und wie war's? Gut. Gut? Ja. Können wir nochmal machen? Nein. Und was ist jetzt dein Berufswunsch? Will die Mama auch mal mitfliegen oder hat die Flugangst? Die Mama, die müssen wir mal fragen. Okay. Hab ich auch gesagt.